Hey ho, meine Lieben, heute machen wir mal wieder ein Topfgericht oder Topfgericht und zwar einen bunten Spaghetti-Topf. Bunten Spaghetti-Topf. Ja. Ja, so könnte man das sagen. Ja, Idee von uns beiden und ausführende Person ist wieder mal die Manu, die lässt mich schon gar nicht mehr in die Küche rein. Katastrophal, aber ich werde daneben stehen und sagen, so und so möchte ich das haben. Sie wird dann sagen, so und so will sie das haben. Und dann treffen wir uns genau in der Mitte und machen so, wie wir das haben wollen. Habe ich doch schön gesagt, oder? Wunderbar. Wollen wir das Intro nochmal machen oder lassen wir es so? Wir lassen es so. Wir lassen es so. Und so machen wir das jetzt auch. Ab in die kleine, aber feine Küche. Da haben wir dann schon die kleine, feine Übersicht, was wir im Prinzip bis auf Gewürze jetzt alles benötigen. Wir haben einmal hier ein Buttergemüse. Das war das einzige Gemüse, was wir jetzt noch gefunden haben hier. Ja gut, und die Champignons, bitte. Ja. Genau. Dann Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, natürlich Spaghettis. Die Spaghettis werden extra gekocht und kommen dann ganz zum Schluss mit hinein. Sahne. Da habe ich jetzt für die Soße. Für die Soße, okay, habe ich noch keinen Plan. Und einen Tomatenmark. Und ja, dann würde ich mal sagen, let's go. Zwiebeln schnibbeln, oder? Zwiebeln, Knoblauch schneiden. Ja. Und dann geht's schon rüber an die Kokotte, wo es alles gebrutzelt wird. Genau. Attacke. Zwiebeln und Knoblauch klein gehäckselt. Hier ein bisschen Brühe angesetzt. Würde ich sagen, gehen wir rüber am Herd und schauen mal, wie es weitergeht. Bisschen Öl hinein. Wie es dann insgesamt weitergeht, ja, das sehen wir dann. Das Nudelwasser wird ganz normal gekocht. Ist jetzt nichts. Dann schalte ich den auch mal ein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man den Herd bedient. Ja, genau. Und zuerst wie das Hackfleisch. Hackfleisch anbraten? Anbraten, danach kommen dann die Zwiebeln dazu. Okay, das sehen wir ja alles gleich. Genau. Sobald der Topf oder die Kokotte warm ist, heiß ist. Jetzt tun wir das Hackfleisch in die Kokotte. Ne, muss ich noch ein bisschen. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen angeputzelt. Und dann kommt der nächste Schritt, da kommen die Zwiebeln dazu, wenn so halbwegs ruhig ist. So, das Hackfleisch habe ich jetzt ein bisschen angebraten. Jetzt kommen dann die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Jetzt auch ein bisschen mit angebraten. Den nächsten Schritt werde ich dann euch auch noch zeigen. Danach kommt nämlich ein bisschen Tomatenmark dazu. Aber es dauert ein bisschen bis zum Zwiebeln und das Hackfleisch ein bisschen angebraten sind. Und dann schalte ich wieder dazu. So, das Hackfleisch und die Zwiebeln und der Knoblauch ist schön angebraten. Jetzt haben wir uns doch entschieden, wir machen erstmal das Buttergemüse dazu. Das braucht ja ein bisschen länger, bis es ein bisschen weich wird.
umrühren. Ein bisschen Brühe dazu. Tomatenmark. Jetzt kommt die Sahne dazu. Würzen sie ein bisschen mit Pfeffer. Paprika ein bisschen. Und dann ist es jetzt schön köcheln. 10 Minuten und dann komm ich wieder dabei. So, das Nudelwasser kocht. Jetzt geben wir unser Spaghetti rein. Die habe ich ein bisschen kleiner gemacht. Habe ich noch ein bisschen Petersilie gefunden, getrocknete. Und Leute, ich habe gerade schon das Vergnügen gehabt zum Probieren. Das schmeckt jetzt schon sehr, sehr, sehr lecker. Und jetzt machen wir noch die Champignons dazu. Die können damit ein bisschen warm werden mit Köcheln. Diese Flüssigkeit werde ich auch noch dazu tun. Und ein bisschen. Ein bisschen Wasser. So, jetzt wäre die Soße fertig. Müsste eigentlich jetzt nichts verändert mehr werden. Die Nudeln müssen wir mal ein bisschen ab. Umrühren. Wenn die Nudeln fertig sind, hole ich euch wieder dazu. Dann tun wir es dann schön in die Soße rein und dann könnten wir essen. Diese raus. So, jetzt kommen jetzt die Nudelspaghetti dazu.
bisschen umrühren. Darf ich schon? Ja, kannst du dir was nehmen. Oh. Jawohl. Herrlich. Also heute lade ich mal gleich einmal mehr auf den Teller drauf. Weil ich weiß, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Tja, Freunde, aber ich esse natürlich erst, wenn ich für euch noch das Probierle gemacht habe. Fast so, wie ich mir das vorgestellt habe, nur noch besser. Definitiv. Ich wollte ja ein bisschen dunkle Soße machen, Bratensoße. Aber so, Leute, muss ich sagen, ist es mal richtig, richtig geil. Und man kann es draußen im Dutch Oven sauber nachkochen. Einfach nur genial. Wirklich genial. Viel besser, als ich mir das vorgestellt habe. Tja, und wir essen jetzt in Ruhe und sehen uns nachher dann noch zum Fazit. Yummy. Tja, Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Meine Meinung dazu, extrem lecker. Wirklich wahr, Spaghetti ist einfach mal anders. Ja, kann man so sagen, Spaghetti ist mal anders. Brutal lecker, man kann da natürlich jede Art von Nudeln nehmen, Spaghettis, Bandnudeln, die Spiralnudeln oder sonstige Nudeln. Da gibt es ja so viele Varianten, aber ich würde dann wirklich Spaghettis oder Bandnudeln empfehlen, weil da kommt es definitiv am besten. Brutal lecker hast du es gemacht. Sehr schön. Danke dir. Jo. Jo. Du selber noch was dazu sagen? Ich fand es auch lecker heute. Haben wir wirklich zusammen jetzt ausgewählt, was wir alles neu tun. Und ja, es ist spitze geworden. Mehr kann ich dazu wirklich nicht mehr sagen. Selber nachmachen, ausprobieren und kleiner Tipp am Rande noch, nehmt wirklich Buttergemüse dazu, keine Erbsenmöhren aus der Dose, weil... Sonst verkocht es halt. Genau, das ganz wird... Schnell. Viel zu matschig werden, ja. Mit Dosenzeug und auch vom Geschmack her. Oder man tut sie halt ganz zum Schluss rein, wenn die Soße fertig ist. Ja, aber der Geschmack wäre ganz anders mit Dosengemüse. So perfekt. In dem Sinne, wenn es gefallen hat, das Video, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und ja, wir sind raus, oder? Ja. Jo. Tschüss. Ciao, Ikowski.